Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Naht, am 1. Januar trat das zweite Pflegestärkungsgesetz in Kraft, mit dem auch die zweite Stufe der Pflegereform umgesetzt wird. Was genau beinhaltet es? Das zweite Pflegestärkungsgesetz, welches die Bundesregierung nun beschlossen hat, trat am 1. Januar in Kraft. Und Kernpunkt dieser Pflegereform ist eigentlich ein Wandel im Rahmen der Begutachtung und auch der Übergang von den Pflegestufen in die Pflegegrade. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird ja hier neu definiert oder umgesetzt. Welche Änderungen wird es denn nun genau geben? Ja, der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist eigentlich im Kern genau der Wechsel, der sich mit der Pflegereform gestaltet. Bisher war ja die Begutachtungsform dementsprechend so, dass der Pflegebedürftige danach begutachtet wurde, wie viele Minuten hat er einen Hilfebedarf im Rahmen der Grundpflege, Ernährung, Mobilität und auch Körperpflege. In der neuen Begutachtungsrichtlinie geht es jetzt mehr oder weniger darum, wie hoch ist der Grad der Fähigkeiten, wie hoch ist der Grad der Selbstständigkeit, die ein potenziell Pflegebedürftiger noch hat. Also welche Verrichtung in verschiedenen Bereichen kann er selbst durchführen. Und dieser Grad der Selbstständigkeit wird dann bewertet. Dafür wird es 6 Kriterien geben, die dann bewertet werden. Ich würde aber immer empfehlen, dass auch die Hilfebedürftigen im Vorfeld jeweils eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen sollten, bevor die Begutachtung durchgeführt wird. Dieses ist auch gesetzlich festgeschrieben, dass jeder, der einen Antrag stellt auf Begutachtung der Pflegebedürftigkeit, dass dann auch ein Beratungsgespräch im Vorfeld durchgeführt werden sollte. Statt 3 Pflegestufen wird es nun 5 Pflegegrade geben. Aber wenn jetzt jemand schon eine Pflegestufe hat, was ändert sich denn dann? Also was müssen die Betroffenen auch tun? Ja, die Änderung von den Pflegestufen in die Pflegegrade ist jetzt quasi mit dem Jahreswechsel vollzogen. Alle Pflegebedürftigen, die im Vorfeld schon Leistung aus der Pflegeversicherung erhalten haben, haben einen sogenannten Bestandsschutz und gehen automatisch in einen Pflegegrad hinüber. Das heißt jetzt im konkreten Fall, jemand, der die Pflegestufe 1 hatte, in diesem Fall als Beispiel ohne eingeschränkte Alterskompetenz, der macht den einfachen Stufensprung, der geht von der Pflegestufe 1 in den Pflegegrad 2. Weiteres Beispiel, jemand, der die Pflegestufe 1 hatte, aber mit einer eingeschränkten Alterskompetenz, der wird den sogenannten Doppelstufensprung vollziehen und wird dann somit in den Pflegegrad 3 neu eingestuft. Letztendlich könnte man wahrscheinlich sagen, jeder Betroffene muss sich individuell beraten lassen. Also für jeden gilt auch etwas anderes, oder? Ja, der Hilfebedarf, der Pflegebedarf für Personen ist natürlich häufig eine sehr individuelle Sache. Habe ich einen Hilfebedarf, habe ich einen Pflegebedarf, jetzt gerade auch nach diesem Systemwechsel in der Pflegereform, da empfehlen wir dementsprechend auch eine individuelle Beratung durch die Pflegestützpunkte oder aber auch durch die Pflegekassen oder auch die Pflegedienste, dass man sich individuell mit dem System auseinandersetzt. Wir empfehlen daher auch immer möglichst eine präventive Beratung, also nicht erst darauf zu warten, ehe tatsächlich ein Pflegebedarf, ein hoher Pflegebedarf sich eingestellt hat, sondern vielleicht doch eher auch viel früher doch mal sich mit diesem Thema zu beschäftigen und gerade jetzt vielleicht mal dies zum Anlass zu nehmen, auch frühzeitig jetzt nach diesem Systemwechsel sich mal darüber informieren zu lassen. Ja, Sie und die weiteren Mitarbeiter im Pflegestützpunkt sind natürlich ansprechbar. Vielleicht sollte man noch mal sagen, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten Sie telefonisch zu erreichen sind in der Hageböcker Straße 19. Die Mitarbeiter im Pflegestützpunkt Güstrow sind jeweils dienstags und donnerstags in der Hageböcker Straße aufzufinden. Wir haben dienstags und donnerstags unsere Sprechtage. Wir haben aber die anderen Tage von, also Montag, Mittwoch und Freitag, stehen wir aber auch zu persönlichen Beratungen zur Verfügung, um auch somit sicherzustellen, den doch individuellen Beratungsbedarf, den individuellen Hilfebedarf, die individuellen Fragen auch dementsprechend in einer Atmosphäre vielleicht mit den Personen zu klären, die Ihnen doch sehr vertraut sind. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen Termin zu vereinbaren. Das Angebot richtet sich natürlich an die Sprechtage des Pflegestützpunktes dienstags und donnerstags, aber auch natürlich wieder zu erwähnen, dass auch
der häusliche Beratungsbesuch bei uns ein Kernpunkt der Beratungsaufgaben sind. Ja, na, dann bedanke ich mich für die Informationen und für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.